letzte Runde, ne? So. Der Kriegerbilder, was machst du? Was machst du? Du holst hier so ein Du dran. Holst hier so ein Du dran und packst den da rein. Aber jetzt hat er Schwert geholt und er macht direkt weiter, das ist gut. So, und du packst den da ran. So, haben wir, haben wir reingeschmissen. Haben wir reingeschmissen. Haben wir reingeschmissen. Holen das Schwert. Schwert schmeißt das auch rein. Was nicht geht. Scheiße. Ja, geil, wenn es so einen Lernbefehl gäbe. Bräuchte ich ja wieder nicht hinzufügen. Dass du hier aber auch nichts manuell hinzufügen kannst, nervt mich. Aber wenigstens duplizieren. Oh nein. Scheiße. Ach ja, nee, komm, dann müssen wir warten, bis die leer ist, vorher kriegen wir die KI nicht mehr. Ja. Oder kriegen wir die nicht gemacht? Ja gut, dann müssen wir jetzt warten, bis wir Gold haben. Ich meine, das, was drin ist, der sollte jetzt sowieso nichts produzieren, so in der Theorie. Jo, dann bediene ich mal meinen Freund. Auf fröhliches Bedienen, Alter. Funktioniert das hier eigentlich? Egal, pack rein. Wenn wir mit einem Samen ohne... Alter, alles klar. Läuft langsam. Wächst und gedeiht das Geschäft. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen Fuffi zusammen. Er darf nicht loslegen. Sehr gut. Hier ist dein erster Verteidigungsroboter. Okay, den haben wir jetzt auch gebaut. Oh. Neuer Verteidigungsroboter. Schaden 17. Und irgendwas mit einer 1. Sinne 20. Gesundheit 1000. Geschwindigkeit 7. Okay. Wir haben nun einen Verteidigungsroboter. Grundlegende Selbstverteidigung. Nutzen wir dafür einen Piraten-Roboter-Dummy. Wähle die Waffenschmiede aus, um auf ihre Entwürfe zuzugreifen. Nein! Da brauche ich eine neue Waffenschmiede für. Kann jetzt kein... Nein. Nein. Da bauen wir uns eine weitere Waffenschmiede. Dahin. So, zwei Stämme, easy. Nummer 1. Nummer 2. Hier Bretter. Läuft ja langsam mit den Dingern. So, eins. Ich glaube, das ist dann halt so ein allgemeines Teil, so ein Dummy machen wir einmal und dann brauchen wir den nie wieder. So. 1, 2. Geht nicht. So. Okay. Ich dachte, wenn ich zwei Fehler habe, kann ich auch zwei Steine tragen. Das geht aber nicht. Also zusätzlich, weil ich ja hier Slots habe. Und zu guter Letzt die Befestigungsstifte. 1, 2, 3, 4. Okay, haben wir die einfach. Das ist nur noch die Frage wegen Gold. Haben wir natürlich jetzt wieder nicht. Aber haben wir jetzt. Ich denke mal, ein 10er ist schon definitiv drin. Es baut automatisch. Das ist gruselig. Aber sowas von. Okay. Jetzt können wir hier tatsächlich... Oh, was ist das denn? Autonaut-Rüstung. Ach, hier können wir sogar Rüstung craften. Boah, da können wir eine richtige Produktionsstrecke machen eigentlich. Schwert. Rüstung.
Jetzt machen wir so einen Trainingsprobe erstmal. Da brauchen wir einen Stamm für. Wie gesagt, die machen wir ganz sporadisch selber. Das, da, ich glaube, wir brauchen keine Piraten-Dummy-Bots in der Autoproduktion. Macht für mich gar keinen Sinn. Ja. Glaube ich zumindest. So, und dann ist die Puppe fertig. Sehr gut. Du benötigst ein einfaches Schwert, um deine Verteidigungsroboter zu unterweisen. Wähle die Waffenschmiede aus und entspann dich. Jetzt mach ich erstmal hier den Bot hin. Geil. Was soll ich machen? Ja, ein einfaches Schwert habe ich ja. Moment. Gut, dann. Pass auf. Komm ich erstmal da hin. Du kommst jetzt erstmal rein. Dann können wir jetzt hiermit anfangen. Ich will die KI jetzt noch fertig kriegen. Das heißt, ganz schlichte KI. Nehmen, rein wir. Ja, nee, aber auch den Gag, nee. Sag mal, kann ich nicht sagen, Herstellung. Oh, hier, Herstellung abbrechen. Oh, da kommt er sogar hin raus. Legende, Alter, Legende. Okay, das war mir nicht so bewusst, dass das funktioniert. Funktioniert aber einmal frei. Geil. Na dann, nochmal. Nehmen, reinschmeißen. Bot. Nehmen. Reinschmeißen. Das Ganze in einer Endlosschleife und nochmal wiederholen. Okay. Und das wiederholen, solange bis voll ist. So, ist da einmal drin, okay. Jetzt müssen wir natürlich, wenn wir die zwei Steps gemacht haben, warten, ne? Bis Geld da ist. Warten bis Geld da ist. Ja. Warten bis Gegenstand voll ist. Nee, einfach nur warten bis voll ist. So lange wiederholen, bis die voll ist. Dann hört er auf. Das heißt, wir machen dasselbe jetzt hier nochmal so lange, warten bis es voll ist. Wartest du einfach mal ganz normal. Gut. Und dann ist die voll. Dann bricht der da raus. Fallen noch die Frage wieder. 100 für. Dann würde ich auch hier wieder sagen, wenn. Wiederholen bis. Wiederholen, bis das voll ist. Wenn das voll ist, dann bis das voll ist, warten. Und genau dasselbe auch hier abliefern. Bis voll ist. Wenn das voll warten, bis voll ist. Genau, warten. So, sobald immer was da ist, soll es sich abholen. Perfekt, Alter. Einfach perfekt. Geil. Finde ich super. Sollte so weit funktionieren. Let's do this. Er kann halt jetzt nichts reinmachen. Ich breche den mal ganz kurz ab und sage auch bei ihm. Sage auch bei ihm einmal alles ablegen. Pfeife ihn mal kurz rüber. Packe da das Schwert wieder drauf. So, ne? Dann würde ich auch hier sagen, Herstellung abbrechen. Haben wir natürlich hier eine Menge Bots. So, warte mal, das Schwert kann man auch erstmal wieder darüber machen. So, gut. Dann. Kriegerbilder. Warte mal, wen haben wir das jetzt beigebracht? Nein! Zaun ist den Fall, ist ja auch egal. Zaun ist den Fall. So.
Er schmeißt das Schwert rein, stellt fest, okay, da geht's auf den Roboter. Nimm das. Schmeißt ihn da rein. Jetzt zwei Stück da reingeschmissen. Und jetzt wartet er einfach wieder, bis das Geld da ist. Das können wir direkt auch mal testen. Oha. Okay, er konnte alles einlagern. Jetzt ist er erstmal wieder dran. Jetzt hat er das Schwert wieder nachgecraftet. Bin uns wieder auf 50. Okay. Weiß nicht, warum wir jetzt schon wieder ein Schwert craften sollen. Haben wir ja gerade schon gemacht. Oh, und er craftet. Das funktioniert gut. Wobei, warum hängt er da jetzt? Viskas ja nur voll ist. Die ist ja jetzt voll. Er müsste da jetzt eigentlich rausbrechen. Nee. Nicht leer ist. Solange bis Kaserne nicht leer ist. Solange bis Kaserne nicht leer ist. Kaserne. Was machen? Nee, ich glaube, das ist alles okay. Das ist alles okay. Quatsch, ich... I am wrong, Leute. I am wrong, bis Kaserne voll ist. I am wrong. Das passt soweit. Und zwar... Wenn ich mir den jetzt nehme, fängt der automatisch wieder an. So. Haben wir zwei, Leute. Geil, Leute. Geil. Der fängt automatisch wieder an. Können wir so machen... So, warte mal, wir sollen aus irgendeinem Grund nochmal das Schwert auswählen. Ich füge die benötigten Bestandteile hinzu, um ein einfaches Schwert zu craften, warum auch immer. Haben wir hier irgendwie, da haben wir noch ein Klinge rumliegen. Muss ich mir hier, glaube ich, eine neue Klinge holen. So. Die nächste Klinge. Zugefügt und Pfahl war es, ne? Ja, genau. Dann müssen wir noch mal auf Mission Samen gehen. Weil wir jetzt Monetas brauchen. Oh, schwierig jetzt aber, ne? Der wird jetzt den dritten Armee-Dude craften. Ja, ich guck mal. Kommt erstmal das hier dran. Wir müssen das Sparschwein wieder auffüllen. Ich will im Geld schwimmen wie Dagobert Duck. Bei mir die nächsten. Reicht wahrscheinlich noch nicht. Jetzt craftet er für den Huni das da wieder. Ah, das ist so traurig, Alter. Okay, der ist jetzt aber da. Der ist jetzt aber da. Das heißt, der nächste Huni geht dann auch endlich in unsere Waffe. Wieder hoch mit dir. Ja, da verprassen wir unseren kompletten Sieg wieder. Ja, frisch gecraftet, das heißt, wir müssen nochmal hoch Sieg holen. So, noch zwei Stück. Macht direkt vier, dann haben wir noch ein bisschen Geld auf Vorrat. Wartet ja nicht. Und er craftet halt automatisch die Waffen. Das ist sehr interessant. Gut, das heißt eigentlich ist das Warten auch überflüssig, wenn der das automatisch craftet. Der braucht anscheinend keinen Bot dafür. Ah, okay. Ah, ich sollte mir selber ein Schwert craften. Bringe deinem Verteidigungsroboter Selbstverteidigung bei. Macht das Sinn. Benutze deine Pfeife. Alles klar.
Haben wir gemacht. Aufnehmen. Mit der linken, mit Linksklick auf einen Piratenroboter-Dummy kannst du deinen Verteidigungsroboter zeigen, wie er sich ein einfaches Schwert benutzt. Im erstellten Programm siehst du, dass Verteidigungsroboter Ziele verfolgen können. Alles klar. War falsch, warte mal hier. Scheiße. Okay, gut. Haben wir gemacht. Augenschlagen. Das Ganze in der Endoschleife. Einen Gegenstand verwenden. Oha! Der Verteidigungsroboter setzt sein einfaches Schwert ein. Schwert nun gegen jeden Piratenroboter ein, den er in seinem Suchbereich findet. Nun bist du bereit, eine Armee aufzubauen. Und zu trainieren, um gegen die Piratenroboter ins Feld zu ziehen. Oha, war. Ach, die ging kaputt. Oder müssen wir die ja. Moment, hat er jetzt eigentlich gelevelt? Wie ist seine Stats irgendwo? Hot-Datenbank. Ach du Kacke, okay, gut. Ein aktiver Fußsoldat. Ach du Scheiße. Wo sehe ich denn jetzt seine Stats? Der hat doch Roboter da, ne? Finde einen Roboter. Fusi 1. Okay. Bot Datenbank, was haben wir hier? Okay, das ist das, das ist das. Ja, ich frage mich halt gerade, weg seinen Stats, ja, der Lebenspunkt und alles, wo ich die einsehen kann. Weiß ich noch nicht. Ja gut, warte mal, wir klicken hier mal aufs Buch. Jetzt haben wir hier wieder neue Sachen. Aber komplett Infrastruktur steht, jetzt machen wir bessere Autonauten. Und ich glaube, da geht es dann beim nächsten Mal weiter, Leute. Aus. TFK. Nächste Woche kommen die nächsten Videos.